Schwarz hören. Kochen mit Koch. Frau Koch, so sind Sie mir das erste Mal begegnet. Das Kochbuch. Wissen Sie noch, was das war? Ja, sicher. Ja. Im Wahlkampf, ich glaube 2016, ja, habe ich ein Kochbuch entworfen. Wir haben uns überlegt, was wir mit meinem Namen anstellen können. Ein Kochbuch für Pankow. Da standen meine Rezepte drin. Das wiederum habe ich überhaupt gar nie gesehen, aber ich habe gelesen damals, dass Sie auch angeboten haben, dass man Sie hier einladen kann, richtig? Miete und mit Ihnen kochen kann. Ja. Sind Sie jemand, der gerne und viel kocht? Also jetzt komme ich nicht mehr dazu. Die Kochbücher stehen alle da oben, da komme ich nicht mehr dran. Mit Jürgen Trittin habe ich gekocht. Grünkohl mit Pinkel, Jürgen hatte das Rezept. Und dann haben wir in den Hainhöfen ein paar Leute eingeladen und haben über Pankow, über Stadtentwicklung in Pankow gesprochen, überhaupt Politik in Pankow. Jürgen wohnt in Pankow und von daher war das ein ganz toller Abend. Mir ist dann aber klar geworden, es lädt mich keiner nach Hause ein. Da ist die Barriere zu groß. Also das muss man nochmal anders aufziehen, so an so einem öffentlichen Ort oder vielleicht zu mir einladen. Aber ich komme gerne, Miete Koch finde ich gut, weiterhin. Ja, fand ich auch, ja, toll und ich habe es mir bis heute gemerkt. Das ist ja doch etliche Jahre her. Also insofern, ja, Wahnsinn, danke für das Feedback. Für ein kleines Unternehmen haben wir das überlegt und da haben wir gesagt, die kommt doch nicht zu uns. Da war also wirklich dann eine unbegründete Angst bei uns, dass sie gar nicht gekommen wären. Sie finden die Idee gut? Aber die Menschen waren zurückhaltend. Ich habe gemerkt, dass keiner drauf einsteigt. Und dann ist mir klar geworden, naja, dann kommt die und dann muss ich meine ganze Wohnung sauber machen. Und dann, was denkt die denn dann, wie es hier aussieht? Und dann muss ich Leute einladen und so. Die Hürde ist zu groß. Die Idee ist gut. Ich wollte einfach sagen, laden Sie mich ein. Ich bin nahbar. Ich will hören, worum es geht, was Sie bewegt. Und das will ich auch immer noch. Also von daher, ich stehe da weiterhin zur Verfügung. Und ich kann Ihnen gleich noch mal zeigen, was ich damit gemacht habe. Ich habe noch eine Gabel. Ich habe 2021 dieses Miete Koch weiter betrieben und hatte als Werbeinstrument im Wahlkampf eine Gabel, auf der Miete Koch drauf stand. Und die habe ich aufgestellt, wenn ich irgendwo auf dem Anger oder sowas zum Gespräch war. Ja, also Miete Koch. Schön, dass das eingeschlagen ist bei Ihnen, dann lassen genau. Uns das einfach mal machen. Absolut. Und da muss natürlich Grünkohl sein, als Grüne, ne? Ist klar. Nee, nicht? Das war Jürgen Trittin. Jürgen Trittin hatte die Idee, ich glaube, nicht wegen Grünen, sondern eher in Norddeutschland. Na gut, aber es passt ja. Also Bündnis 90 Grüne und Grünkohl. Ja, und der Pinkel. Also ich esse ja Wurst, aber die meisten verbinden keine Wurst mit den Grünen. Ah, stimmt. Ja. Mindestens soll es ja immer mal so kleine, in Anführungszeichen, Verbote geben. Zumindest wird das den Grünen gerne vorgeworfen, dass sie mit ihrem Veggie Day und so Verbote in die Welt setzen wollten. Tatsächlich können wir hier mit einem Mythos aufklären, Grüne essen Wurst. Ja, wunderbar. Ja? Ich esse auch Wurst, in jedem Falle, und auch Fleisch. Ja, und Sie wohnen in Pankow. Aber anders als der Bezirksbürgermeister aus Treptow-Köpenick sind Sie hier nicht geboren. Nein. Sie kommen aus dem Westen, um das mal ganz direkt so zu sagen, aus Hessen, ne? Das muss man in Pankow immer ansprechen, dass ich ein Wessi bin. Aber ich bezeichne mich als ein Vollossi. Ein Vollossi? Okay. Meine Großeltern, die einen kommen aus Böhmen und die anderen kommen aus Thüringen. Die einen sind Geflüchtete, die anderen Vertriebene. Wir sind überhaupt nicht aus Hessen. Ich bin da nur geboren. Verstehe. Geboren und aufgewachsen, aber sag mal, blutsmäßig bin ich eigentlich ein Ossi. Ich bin Thüringerin, das sind wir schon zwei sozusagen. Sie halb und ich voll. In Pankow sind Sie jetzt wie lange? 2005 kam ich aus dem Libanon Pankow. Damals habe ich noch gar nicht verstanden, warum ich in Pankow wohne. Ich bin ja in Prenzlauer Berg gezogen. Ja, ja. Brauchte ein paar Jahre, um zu verstehen, dass der Prenzlauer Berg zu Pankow gehört und dass der mindestens genauso schöne Teil, heute würde ich sagen fast schönere Teil, erst in Alt-Pankow anfängt. Weil Sie jetzt auch hier wohnen, ja, sozusagen, klar. Ist ganz klar. Ich übrigens auch, da sind wir schon wieder zwei. Und insofern habe ich gesagt, meine Bezirksbürgermeisterin muss natürlich dringend auch in den Podcast Schwarz hören mal kommen. Und das war so unkompliziert, Frau Koch, nochmal herzlichen Dank. Das ist ja wirklich toll, dass Sie da gleich zugesagt haben. Aus dem Libanon. Als ich das las, jetzt in Vorbereitung des Podcasts, und ein bisschen kennen wir uns ja nun schon, wir treffen uns manchmal bei Veranstaltungen, natürlich weiß ich ungefähr so, wo Sie herkommen politisch und was Sie so machen, aber Libanon war für mich neu. Wie hat Sie es denn dahin verschlagen? Ich fange mal mit der schönsten Anekdote an. Ich war 14
Und das war 1986 und vielleicht erinnern Sie sich noch, damals war der Libanon-Krieg, war überall in den Medien, sicherlich im Osten wie im Westen. Man schaute Fernsehen und es flogen die Raketen von einem Berg zum anderen Berg, da ist sehr bergig der Libanon. Und ja, das hat man so wahrgenommen und ich hatte eine Freundin, deren Vater war Polizist und arbeitete in Beirut in der Botschaft, hat die Botschaft geschützt. Und meine Freundin fuhr dahin in Urlaub. Dann bekam ich einen Brief, in dem drin stand, oh, hier ist es so toll, das Essen ist fantastisch, wir sind am Strand, Party ohne Ende und Nutella gibt's auch. Ja, und ich las diesen Brief und sah die Raketen fliegen und dachte, wie geht das? Nicht. Ja? Mhm. Ist ein Bürgerkrieg, die Menschen sterben, es ist gefährlich, meine Freundin liegt am Strand und isst Nutella und hat Partys. Dem bin ich nachgegangen. Auch mal hingefahren. Na, ich habe darüber promoviert. Das weiß ich, aber Sie können ja nicht sagen, ich promoviere, fahre mal in Libanon. Also muss ja erst mal einmal hinfahren sein, oder? Ich habe dann in Paris Sprachkurs gemacht, hatte eine internationale Freundesklicke, da waren zwei Libanesen dabei. Und ich wollte eigentlich gerne mal ganz woanders hin. Allerdings als Frau, ich wäre gerne nach Afrika gefahren, ich wollte nicht in eine gated community. Und der eine sagte sehr überzeugend, also als Frau kannst du in Beirut leben wie in Europa und sprichst ja Französisch, frankophones Land. Sie haben dort unter anderem studiert, in Paris. In Paris habe ich auch studiert, aber damals, als ich die kennengelernt habe, war es ein Sprachkurs. Dann war ich später nochmal zum Studium da, damals. Und das ist mir in Erinnerung geblieben. Dann habe ich eben Jura studiert und als ich abgeschlossen habe, wusste ich nicht, was ich machen will. Ich wollte garantiert nicht Anwältin werden, wurde ich dann später. Ich wollte definitiv nicht Richterin werden oder Staatsanwältin. Und dann habe ich gedacht, dann gucke ich mir mal die Welt an und bin in den Libanon gefahren. Und habe einfach dort ein Praktikum gemacht beim deutschen Delegierten der Industrie und Wirtschaft oder sowas in der Richtung. Und aus den geplanten 2 Monaten wurden 5,5. Und dann habe ich da schon recherchiert und war mir klar, ich promoviere und dann bin ich meinen Weg gegangen. Und zwar in Ihrem Fach, nämlich als Juristin bzw. Rechtswissenschaftlerin, weil es ein Wort, was ich noch nie im Leben gelesen hatte vorher, ich versuche es mal rauszukriegen, Konkordanz, demokratische Verfassung, darüber haben Sie promoviert, habe ich das richtig ausgesprochen? Sie haben das völlig richtig ausgesprochen und das ist ein politologisches Instrument, um Demokratien zu analysieren. Ah ja. Also Mehrheitsdemokratie oder Proporz, ein anderes Wort für Konkordanz ist Proporz. Schweiz ist eines der Beispiele. Ah, Mensch, wieder was gelernt. Richtig, Schweiz und Belgien sind Beispiele, die friedlich sind für Konkordanzdemokratie. Ist Ende der 70er von einem Herrn Leipart, einem Belgier, gefunden worden, will ich mal sagen, als Theorie. Der war der Meinung, dass Machtteilung zwischen Gruppen in manchen Staaten erforderlich ist und dort eben den Frieden stabilisiert. Ah ja. Und ich habe untersucht, ob das so ist. Und korrekt hieß es dann nämlich auch, Verfassung im Kraftfeld von Krieg und Frieden, von der Konkurrenz zur Konkordanz demokratischen Verfassung im Libanon. Richtig. Jetzt, wo ich das Wort aussprechen kann, muss ich es natürlich noch ein zweites Mal tun, ist doch klar. Und zwar im Brustton der Überzeugung. 2007 dann Dr. Jur. Darf ich noch was zu der Konkordanz? Ja, unbedingt. In Pankow haben wir Konkordanzdemokratie. Aha. Jedes Bezirksamt ist Konkordanzdemokratie. Weil wir wählen als Bürgerinnen die Parteien, dann kommen die Fraktionen in der BVV zustande, die entscheiden mit Mehrheitsdemokratie, aber sie wählen die Bezirksstadträtinnen und die Bürgermeisterin nach einem Proporz. Wir haben im Augenblick Grüne, CDU, haben eine Vereinbarung geschlossen in Pankow, aber die SPD und die Linke ist auch in der Regierung. Wir haben eine konkordanzdemokratische Bezirksregierung. Das ist das System in Berlin. Politische Kunde haben wir hier gerade. Wie Sie sehen, ich habe mich etwas länger auf die Bürgermeisterei vorbereitet. Ja. Na, ich meine, Sie waren ja vorher auch Stadträtin, das ist ja nicht neu. Das Haus ist ja nicht neu für Sie. Ja. Jetzt haben Sie auch natürlich Ressorts, so wie das ist bei Stadträten. Das ist ja auch interessant zu wissen. Man denkt ja immer, okay, da ist ein Bezirksbürgermeister, so wie regierende Bürgermeisterin oder ein Bürgermeister, je nachdem, in welchem Bezirk. Und übergeordnet auf Landesebene in Berlin gibt's ja einen regierenden Bürgermeister im Moment. Und der hat ja keine speziellen Ressorts. Da gibt's ja dafür dann die Senatoren. Sie allerdings müssen die Ressorts auch noch mit wegschleppen, ne? Das ist gar nicht wenig Arbeit, wie ich mir vorstelle.
Ja, ich habe jetzt Kultur noch dazu, da bin ich wirklich sehr froh, das macht mir Spaß. Mhm. Ich kann endlich mal wieder in Ausstellungen gehen, das habe ich lange nicht gemacht, seitdem ich Bezirkspolitik mache. Mhm. Und jetzt darf ich es beruflich machen, das gefällt mir sehr gut. Gestern erst habe ich wieder eine eröffnet und das macht sehr viel Spaß. Ja, das glaube ich. Arbeit natürlich, klar, aber macht auch Spaß. Ich bin Kommunaler aus Überzeugung, habe ich gelesen. Schon wieder habe ich das erste Mal ein Wort gelesen, als ich mich auf Sie vorbereitet habe. Ist das ungefähr so, wie wenn man sagt Persona, ist das auf der Ebene oder klären Sie mich wieder auf, bitte? Nein, das sagen wir Grün als Abkürzung für Kommunalpolitikerin. Ah. Kommunalo, Kommunala. Es ist einfach zu sperrig, Kommunalpolitikerin. Mhm. Außerdem macht es keinen Spaß. Also das Wort macht keinen Spaß. Kommunaler ist irgendwie, hört das sich frischer an. Absolut. Und, genau. Absolut, dann sehe ich noch dieses wunderbare Foto darüber. Ja, also das passt. Das passt alles wie Faust auf Auge sozusagen. Ich hatte jetzt schon fast gedacht, Sie haben einen freudschen Fehler, als Sie sagten, das macht keinen Spaß, aber Sie haben ja gleich korrigiert, das Wort macht keinen Spaß. Das andere macht Spaß? Total. Mhm. Also, nicht nur die Kultur, auch die anderen Dinge? Also sagen wir, ich habe das Gefühl, ich bin angekommen. Das ist mein Ding. Also ich war ja vorher Parteivorsitzende. Oh, das ist so ein Vereinsvorsitz, das muss man wollen. Fraktionsvorsitzende war ich danach. Das war schon sehr viel konkreter. Und jetzt in der Bezirksregierung macht es mir sehr viel Spaß, weil es geht um ganz konkrete Fragen. Das ist das, was mich bewegt. Wir haben die Frage, ob wir da jetzt die Verkehrsberuhigung machen, ob wir die Schule bauen können, ob das Theater eröffnet wird, wie wir das Ganze finanzieren. Das ist unser Leben. Das ist wirklich das Leben, was wir gestalten. Das anzupacken und dazu beizutragen, das macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. Mhm. Trotz der, ich nenne das öfter mal Mühen der Ebene, also Sie müssen ja immer ganz viele Interessen zusammenbringen, da gibt's Menschen. Ja, aber das ist genau das, was Spaß macht. Ah, okay. Also wenn ich jetzt in der Partei unterwegs bin, dann kann ich erzählen, was mir so vorschwebt und meine Idealvorstellungen da mehr oder weniger dogmatisch eben vortragen. Aber das, was mir Spaß macht, ist dann, wenn ich die Frage habe, ich möchte einen Radweg haben und dafür müssen Bäume gefällt werden. Das tut weh. Dann müssen Sie sich überlegen, was Sie jetzt nun in dem Fall möchten, wenn Sie nicht beides von Ihren Herzensanliegen realisieren können. Und es ist tagtäglich in der Bezirkspolitik ist das die Realität. Und wenn man mit Menschen spricht und sagt, ich würde gerne hier beispielsweise nachverdichten im Innenhof und die sagen, da sind meine Bäume, dann sage ich, ja, Bäume, stimmt, Klima, ja. Da muss ich jetzt mal überlegen. Und da dann fängt es an, überhaupt erst spannend zu werden. Da gibt es ein sehr, sehr prominentes Beispiel in Pankow. Davon habe ich gesprochen. Ach, Kavalierstraße, genau. Genau. Die kamen zu mir vor ein paar Jahren und ich habe ihnen als erstes gesagt, dass ich sie nicht unterstützen werde. Aus Gründen des Klimaschutzes sind wir dafür, nachzuverdichten in der Innenstadt, weil das weniger Verkehr generiert. Ne? Auf der Elisabethaue produzieren wir nur mehr Autos. Dann kam Corona, dann bin ich da hingefahren und habe dann gemerkt, ja, es ist tatsächlich sehr eng. Und unter den Bedingungen von Corona, wenn man noch nicht mal nach Brandenburg an See fahren kann, braucht man Grünflächen noch umso mehr. Und da habe ich umgedacht. Und seitdem unterstütze ich die Initiative darin, dass dort jedenfalls nicht so nachverdichtet wird, wie die Gesobau das gerne möchte. Und da setzen Sie sich auch durch? Zusammen mit denen. Durchsetzen. Man kann nicht immer gewinnen, aber ich setze mich jedenfalls ein und ich bin schon ziemlich beharrlich bei dem, was ich so möchte. Und Sie hatten gerade die Elisabethauer erwähnt. Mhm. Wir produzieren dort Verkehr. Das ist ja auch eine höchst umstrittene Geschichte. Ist ja eben so eine Sache, wenn eben Wohnungen im fünfstelligen Bereich gebaut werden, also Anzahl von Wohnungen und kein öffentlicher Verkehr in größerem Stil dort ist, beziehungsweise auch nicht geplant ist und ja auch nicht so schnell realisiert werden kann. Sie haben ganz genau die grüne Position 1:1 wiedergegeben. Wir haben innerstädtische Baugebiete. Michelangelo-Straße ist perfekt verkehrlich angebunden. Kräht im Augenblick kein Hahn mehr danach. Das ist ein großer Fehler. Da gehören Wohnungen unbedingt hin. Güterbahnhof Greifswalder Straße, innerstädtisch. Selbst der Blankenburger Süden ist innerstädtischer als die Elisabethauer. Und wird irgendwann verkehrlich erschlossen und kann relativ leicht verkehrlich erschlossen werden zur S-Bahn. Deswegen haben wir Grünen auch zugestimmt beim Blankenburger Süden, sind aber beharrlich bei der Elisabethaue, weil da wird einfach nur der Verkehr, der ohnehin schon verstopft ist in Pankow, nur noch mehr mit Autos verstopft. Ja, genau. Und zwar der Individualverkehr mit Autos. Genau. Kriegt man es vielleicht eben mit anderen Konzepten hin? Sharing? Fliegen.
Helikopter. Fliegen, ah, na, das ist ja auch nicht besonders umweltfreundlich, ja, oder? Ja, sprach mal einer von einer Seilbahn, das könnte man versuchen. Oder ja, Magnetschwebebahn ist auch kein Platz an der Stelle. Also ich denke, es könnten dann alle Fahrrad fahren, wenn sie möchten. Das wäre auch eine die Möglichkeit. Die Menschen, die nicht so gut mehr dabei sind mit Fahrrad und sowas, was machen die? An der Elisabethaue werden aufs Auto umsteigen. Das ist die Problematik. Also Sie sind eine Kämpferin gegen den Individualautoverkehr. Ich fahre selber Auto. Na gut, jetzt als Bezirksbürgermeisterin. Nein, vorher auch? Ich bin vorher auch schon Auto gefahren. In Blankenfelde gibt es nicht genügend ÖPNV, davon sprachen wir ja gerade. Natürlich, der 107er fährt alle 10 Minuten, kann man sagen, reicht. Reicht auch, aber dann geht's ja ums Umsteigen. Wenn ich dann 2-3 Mal umsteigen muss, um da hinzukommen, wo ich hinkommen möchte, dann klappt das schon wieder nicht mehr so schnell. Oder wenn abends, wenn man mit der Tram ankommt und der 107er direkt vor der Tram wegfährt, über nachts bei minus 10 Grad auf der Dietzkenstraße steht, macht keinen Spaß. Nee, ja? Das kann ich mir und wenn gut Sie vorstellen. Dann einen langen Tag hatten, fahre ich Auto. Also insofern, ich fahre übrigens auch gerne Auto, es macht mir Spaß, aber ich möchte, dass wir den Menschen und auch mir die Chance geben, so viel wie möglich ÖPNV zu fahren. Deswegen müssen wir mehr ÖPNV haben. Das ist die Devise und dann nur noch so viel Auto wie nötig. Frage ist, wie viel Sie da als Bezirkspolitikerin wirklich bewirken können? Neulich sprach ich mit der BVG über die Frage, wie wir hier die Busanbindungen so gestalten, dass der Busverkehr wenigstens attraktiv ist, wo Tramlinien lang geführt werden sollten. Das wird zwar nicht im Bezirk entschieden, wenn die sich nicht nach mir richten. Das verstehe ich schon jeden Tag, wie der Senat sich so nach den Bezirken richtet oder nicht richtet. Aber zumindest bringe ich meine Meinung mit ein und kann ja dann auch dafür eintreten, wie ich denke, dass es besser ist. Wir hier im Osten Berlins haben ja wenigstens die Tramlinien schon. Ja. Und da gibt's eben diese lange Tradition. Noch. Westen hat's ja abgeschafft, leider. So ist es. Und manchmal liegen auch noch Schienen in Richtung Westen, Leipziger Straße zum Beispiel, aber werden halt nicht befahren. Also großes Thema in Berlin, das Verkehrsthema. Die Verkehrswende ist also eins Ihrer Hauptthemen, ne? Oder? Als Grüne ist die Verkehrswende eins unserer Hauptthemen und damit auch meins. Wir haben gerade meine Klimaschutzbeauftragte hier des Bezirks Pankow hat die Zahlen veröffentlicht. 60% des CO2 sind aus der Wärme von Häusern. Das heißt, energetische Sanierung ist das Thema, wie wir dem Klimawandel entgegentreten können, wie wir das Klima schützen können. Aber der zweite große Emittent ist der Verkehr. Das heißt, wenn wir Menschen helfen, CO2-sparend ÖPNV zu benutzen oder Fahrrad gerne auch, dann schützen wir unser Klima. Weiteres großes Thema, mehr Bürgerbeteiligung. Da gibt's ja auch durchaus eine höchst kritische Betrachtung inzwischen darauf. Ich spitze mal sehr zu, Bürgerbeteiligung verhindert auch wahnsinnig viel. Auch gerade grüne Projekte, siehe Windräder und andere Sachen. Ja, man kann es sich nicht aussuchen, was die Menschen gerne möchten, die man beteiligt. Das muss man ertragen. Aber die Grünen kommen aus einer Bürgerrechtsbewegung und das prägt uns. Das heißt, für uns ist immer die Frage relevant, was wollen die Menschen, die es angeht? Und natürlich ist es auch eindeutig eine Frage, wie das Verfahren gestaltet werden kann, damit man auch zu einer Entscheidung irgendwann mal kommt. Denn meistens dauert das Verfahren so lange, dass diejenigen, die einmal Ja gesagt haben, schon längst nicht mehr da wohnen, wenn es dann umgesetzt werden muss. Und dann ist das Ach und Weh sehr groß. Also von daher die Kommunikation mit den Menschen, die tatsächlich diese Entscheidungen betrifft, die ist ein ganz großes Thema. Aber ich wünsche mir auch, dass sich Bürger und Bürgerbewegungen, Bürgerinitiativen mehr in die staatlichen Entscheidungen einmischen. Gerade bei zum Beispiel Grünanlagen, sage ich mal, Dingen, die nicht unbedingt der Staat machen muss, ist doch die Frage, müssen Baumscheiben von dem Straßen- und Grünflächenamt bepflanzt werden oder können wir nicht in Kooperation mit den Menschen vor Ort sagen, okay, du pflanzt die Baumscheibe und wir machen einen Vertrag darüber, dass du dafür verantwortlich bist und dann zieht sich der Staat raus. Solche Projekte finde ich sehr wichtig. Durch eine Mitarbeit hier im Wirtschaftskreis Pankow weiß ich allerdings, dass es auch durchaus schwer ist, einen Vertrag mit dem Bezirksamt zu machen in Sachen Baumscheiben selber bepflanzen bzw. dann auch betreuen. Da geht es dann um Wasser und wo kommt das her und wer bezahlt das? Also auch nicht ganz so leicht, ne? Ja, aber wenn Sie ein Problem haben, kommen Sie zu mir. Ich rede dann mit der Kollegin. Das ist doch wunderbar. Na, haben wir doch das schon mal auch wieder geklärt. Frau Koch, wenn es nach Ihnen geht, wie lange machen Sie Bezirkspolitik?
Da habe ich gerade eigentlich erst so richtig durchgestartet, würde ich mal sagen. Wie viele Jahre sind es Bezirk? 4 Jahre? 5 Jahre? Also auf der Bezirksebene als wir wählen alle 5 Jahre, alle 26 ne? wählen wir wieder. Mhm. Und man kann schon sagen, also die Einarbeitungszeit als Bürgermeisterin, die ist schon nicht gerade nur ein Tag. Jetzt bin ich 9 Monate Bürgermeisterin und es sind immer noch neue Dinge dabei. Das kann ich mir gut vorstellen. Hat sich immer noch nicht alles gedoppelt. Mhm. Und von daher, also ich habe durchaus noch ein bisschen Puste. Sie sind ja auch noch ein junger Mensch, gerade mal gut 50. Also, Dankeschön. Insofern, ja, aus meiner Sicht ja. Kann ja noch eine ganze Weile gehen. Also solange es geht, wollen Sie das machen, habe ich rausgehört. Und solange die Menschen mich wollen. Wollte ich gerade sagen, das hängt ja das davon hängt ab. Das hängt nicht von mir ab. Ja, ja, genau. Aber Sie sind ja jemand, also was, wenn man das so liest, es gibt ja noch diverse andere Stationen in Ihrem Leben, da würde es ja nichts geben, wo Sie sagen, und danach kommt nichts mehr. Wer weiß, was danach kommen könnte. Fällt immer was ein. Das kann ich mir gut vorstellen. Menschen ab 50 sind auch meine Klientel, wenn ich versuche, meine Idee der Rede eines Lebens weiter umzusetzen. Also zu sagen, Mensch, Leute, vielleicht ist das so ein Alter, wo man langsam drüber nachdenkt, was war alles, was habe ich gemacht, was habe ich bisher im Leben geschafft und meine Idee, was mache ich für die nächsten Jahre und Jahrzehnte, die mir bleiben? Denn ich zumindest gehe davon aus, dass das Leben endlich ist. Da gibt es irgendwie einen Schlusspunkt. Das Ding heißt dann Tod sozusagen und meine Ambition über Leben und Tod mit Menschen zu sprechen, rührt genau daher. Zu sagen, von hinten gedacht, also vom Ende her gedacht, was passiert sozusagen in der Zeit bis dahin und warum sollte ich nicht versuchen, über mein eigenes Leben zu reflektieren und zum Beispiel ab und zu mal eine Anekdote aufzuschreiben oder was auch immer aufzuschreiben? So Lebensläufe existieren ja in der Regel. Und wenn die Lebensläufe dann aber zur Trauerrede werden oder zur Abschiedsrede, dann wird's ja richtig schön langweilig, ne? Also das kennt man ja so, wenn dann irgendeiner runterleiert, was für tolle Sachen dieser Mensch in seinem Leben gemacht hat und die Stationen so abgearbeitet werden. Können Sie sich vorstellen, über sich und vielleicht mündet es in einer Abschiedsrede, woran Sie natürlich lange noch nicht denken, das ist mir schon klar, sowas über sich auch mal zu machen? Als Bürgermeisterin war ich neulich bei einer 100-Jährigen. Fit, ist noch 4 Stockwerke hochgelaufen jeden Tag, hatte da zwar auf jeder Etage einen Stuhl, dachte ich, super, Halbzeit. Okay, das sind also das haben Sie sich vorgenommen. Jahrzehnt. Ja. Halbzeit haben Sie unbedingt. Vorgenommen. Und das fängt heißt, eigentlich alles erst an gerade. Also toll. Andere sagen ja so langsam rechnen ab 50, wie weit es bis zur Rente ist. Mich fragen jetzt Leute, ich bin ja im Rentenalter, im offiziellen Altersrentenalter, wie du arbeitest noch? Wenn ich jetzt immer höre, denke ich, ey, sag mal, wie tickst du? Ja, also kann mir das auch gar nicht vorstellen. Ich meine, Frau Koch, ich will es nicht hervorrufen, aber es könnte ja sein, Sie gehen hier auf die Straße und ich komme vorbei und überfahre Sie. Das ist aber eine sehr fiese Vorstellung, Frau Schwarz. Das wäre jetzt ganz blöd, aber sag mal so, damit müssen wir doch zumindest rein theoretisch rechnen. Ja, also. Und gibt's da irgendwas, was ich nachlesen kann über Frau Koch? Ihre Frage ist ja eigentlich, wie finde ich die Idee, mir selbst meine Trauerrede zu schreiben? Na, beziehungsweise eine Abschiedsrede oder so eine Lebensrede, Rede meines Lebens. Ich habe mir 1-2 Podcasts durchgehört, nachdem Sie mich eingeladen haben und habe darüber nachgedacht. Und ich denke, nein, für mich ist das nicht der richtige Weg. Mhm. Und habe ich überlegt, warum. Eine meiner besten Freundinnen ist vor 2 Jahren gestorben. Das war natürlich grauenhaft, meine Freundin zu verlieren. Und sie hat diese Trauerfeier sehr stark durchorchestriert. Sie hat jeden Redner, jeden Beitrag, jedes Lied, das gespielt wurde, geplant. Es war sehr schön, sie zu hören. Hat sie selber gesprochen? Hat sie was aufgenommen? Ja, sie war Sängerin und hat eben Lieder ausgewählt von sich. Ich sag mal, in den letzten Jahren habe ich mich mit einer Tatsache abgefunden. Man kann den Menschen nicht vorschreiben, was sie von mir denken. Und ich möchte es dann auch nicht. Es ist jedermanns Sache und jeder Frau's Sache, von mir zu denken, was sie wollen. Das kann ich nicht verhindern. Ich mache mein Ding. Ich gebe mein Bestes dafür, dass ich Ergebnisse produziere, die ich gut finde, dass ich denke, das, was ich tue, hat Hand und Fuß. Dahinter stehe ich. Das ist etwas, was aus meiner Sicht einen Wert hat. Aber ich kann niemandem vorschreiben, ob er das blöd findet oder ob er mich blöd findet und wie er mein Leben findet. Die Menschen sollen selber entscheiden, ob sie an mich denken, wenn ich tot bin und was sie denken.
Meinen Sie, das eine schließt das andere wirklich aus? Sie könnten ja sagen, ich sage immer salopp, ich habe das letzte Wort, ja, wenn ich das selber mache und dann eben auch aufgenommen habe und man das auch nochmal hört, die Stimme auch nochmal hört, so nochmal übers Leben reflektiert. Ich bin völlig bei Ihnen, ich kann das auch nicht beeinflussen, was Leute über mich denken, aber zumindest bei so einem Abschluss, was ja so eine Abschiedsfeier, eine Trauerfeier, klingt in meinen Ohren immer so negativ, was das ja ist, da habe ich dann in Anführungszeichen das letzte Wort. Aber Sie wollen auch nicht nochmal so das letzte Wort haben? Nee. Wenn es nach mir geht, würde ich verbrannt und in die Winde gestreut und fertig. Ich möchte gerne ins Wasser gestreut werden. Ins Wasser? In die Ostsee. Ja. Unbedingt, weil das ist Lebenselixier für mich. Die hat mir mal das Leben gerettet als ein schwer lungenkrankes Kind. Mhm. Für mich ist das Kindheitsmuster. Also Ostsee muss immer sein. Also immer, einmal im Jahr mindestens. Schon wenn man da in die Richtung fährt und wenn dann es dort anders riecht, wenn man da in den Norden kommt. Aber die Ostostsee, wie Sie sich vorstellen können, natürlich ist klar. Ne? Also hier gerade hoch. Schon klar. Sozusagen. Ja, ich plane für mich keinen Ort, an dem Mann, wer auch immer, mich besucht. Ob Menschen an mich denken, ich hoffe ja, sollen sie sich selbst ausdenken, wie und wann und wo und auch was. Und welche Musik wird auf Ihrer Trauer- und Abschiedsfeier gespielt? Wahrscheinlich Nina Hagen. Du hast den Farbfilm vergessen? Oder nee. Anderes? Nee, wenn ich ein Junge wäre. Ja. Schwarz hören.